Die Defensive ist in Kufstein schon seit Jahrhunderten ein Thema offensichtlich. Hallo und herzlich willkommen zum dritten Test der Vorbereitung. Der S04 empfängt in Kufstein in Tirol den FC Kopenhagen. Dänischer Champions-League-Teilnehmer der letzten Saison und Doublesieger, also Meister und Pokalsieger. Echter Prüfstein mit einem alten Bekannten, aber zu dem kommen wir gleich. Die Mannschaft Müller im Tor, Brunner und Auerjan außen, Kaminski und Talabidi in der Mitte, der also jetzt statt Greimel neben Marcin Kaminski. Und die erste Offensivaktion, eine schicke von Dominik Drexler, den Ball schön vorbeigeschlänzt am Gegenspieler, aber dann war es riskant und ist nicht mit einem Tor belohnt worden. Dann übernahmen allerdings die Dänen viel Kurzpassspiel und dann ging der Ball in die Tiefe und da haben wir den alten Bekannten Jordan Larsson. Halbes Jahr bei uns gewesen in der letzten Saison, dann ausgeliehen worden an Kopenhagen. Dort 6 Tore in 16 Spielen, damit beigetragen zu Meisterschaft und Pokalsieg. Und deshalb haben die ihn jetzt fest verpflichtet. Thomas Auerjan, Brian Lasm, der vorne spielte, zusammen mit Kosuki und Polter. Hier mit dem Kopfball. So richtig gefährlich wurden wir nicht. Und das Spiel wurde schon klar dominiert von den Dänen. Das ist Diogo Gonçalves. Klasse Grätsche von Cedric Brunner, der damit rüber geeilt war. Und Marius Müller sagt sich, ja, dem Cedric, dem vertraue ich. Ich nehme das, was übrig bleibt. Und damit hat er es genau richtig gemacht. Unser neuer Keeper. Schalke setzt nach. Brunner auf Kosuki. Und das soll abseits gewesen sein. Doch höchstens 0,4 Meter, oder? Also, so richtig wurde es nichts mit einer Torchance. Dafür wurde es hinten immer gefährlicher. Larsson leitet ein, leitet weiter. Und dann eine richtig schicke Idee. Hier von Gonçalves, gut aufgenommen von Leraga. Und ja, da steht es dann 0:1 in der 35. Minute. Ein Doppelpass, ohne dass der Kollege am Ball war, wenn wir das mal so sagen dürfen. Dann wird es sogar zum Doppelschlag. Bagi in der 39. mit dem 2:0. Ja, wenn man den so trifft, der sich so schön senkt gleich wieder, dann hat der Keeper keine Chance. 0:2 zur Halbzeit. Das war ein Tor zu viel. Sie waren überlegen, ja, aber in der mittleren Viertelstunde hatte Schalke das ganz gut im Griff, ohne selbst richtig gefährlich werden zu können. Ganz neue Mannschaft im zweiten Durchgang, unter anderem mit Tobias Mohr und Greimel, der den Kopfball in die lange Ecke zieht. Ob der drin gewesen wäre oder am Pfosten gelandet, werden wir nicht sehen, denn es geht weiter mit Idrissi. Der hätte Mohr zum Anspielen, macht es aber selber. Blendi Idrissi, klasse Szene von ihm in der 49. Minute. Schon eine bessere Chance als im gesamten ersten Durchgang. Und die Jungs der zweiten Halbzeit machten jetzt richtig Druck mit Asan Ouedraogo, mit Simon Terodde und Tobias Mohr hatten wir schon erwähnt. Der flankt jetzt auch wieder. Top, irritiert den Keeper, legt zurück auf Idrissi, die Latte. Und dann gab es noch ein bisschen Beschwerden von wegen Handspiel. Ja, der Ball geht an die Hand, aber von hinten an den Arm gesprungen. Da kann jetzt keiner was gegen machen, hat der Verteidiger Glück gehabt und Schalke eben nicht. Das war die 52. Minute. Wir sind in der 55. Terodde lässt schön durch für Blendi Idrissi. Von dem hat Thomas Reis ja gefordert, er soll mal zeigen, ob es reicht. Und hier und da macht er in den ersten 10 Minuten dieses zweiten Durchgangs mal richtig Druck. 66. Minute, Tobias Mohr, klasse Flanke für Keke, top! Und das hätte es ja nun wirklich sein müssen. Eigentlich mit dem Lattentreffer von Idrissi und dem Ding hier hätte es schon 2:2 stehen können, querstrich müssen. Keke ein bisschen in Rücklage geraten. Zack, ist das Ding drüber. So gut wie es vorne lief, so gut lief es auch hinten. Das ist die einzige Torchance im zweiten Durchgang für den ehemaligen Champions League-Teilnehmer, der jetzt bald in die Playoffs muss, wieder für die neue Saison. Das war Heulund. Und jetzt Keke, top. Der will rüber zu Aydin, wird aber geblockt, bringt ihn dann zu Karaman, der inzwischen für Ouedraogo gekommen war. Und Aydin mit dem Ding in der 79. 30, 40 Zentimeter tiefer. Und der Anschlusstreffer wäre endlich
fällig gewesen. Kenan Karaman, gute Szenen da in der Position hinter der Spitze Terodde. Letzte Gelegenheit auch für den S04. Klasse Pass von Greimel für Top. Und der sieht dann nur noch Terodde, will da sofort hin. Hätte vielleicht sogar noch bei so viel Platz ein bisschen mehr in die Mitte ziehen können. Es bleibt bei 0:2 mit einer klar besseren zweiten Hälfte für den S04. Ja, Kenan, 0:2, aber ich glaube, in der zweiten Halbzeit haben wir eine deutliche Steigerung gesehen. Oder wie hast du das Spiel verfolgt? Ja, in der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht. Wir haben direkt vorne zugestellt, haben unsere 1-gegen-1-Duelle gewonnen. Das, was auch der Trainer sehen will. Ja, in der ersten Halbzeit hatten wir ein bisschen Probleme mit den Abständen, auch zu größere Lücken gewesen. Dann haben wir auch die Duelle halt nicht richtig gewonnen und dann hat halt Kopenhagen spielt eine Champions League Quali, also die haben dann genug Qualität, um da sich auch rauszuspielen. Zweite Halbzeit waren wir griffiger, ich glaube, darauf können wir dann aufbauen. Mhm. Bei den Temperaturen hier kann ich mir vorstellen, war das kein einfaches Spiel heute. Ja, definitiv. Also es war schon mega heiß. Ja, wir haben ja auch noch natürlich Trainingspensum gehabt und ja, für das haben wir es trotzdem alle zum Glück heil überstanden. Du hast eine halbe Halbzeit gespielt, bist reingekommen. Dein erster Spieleinsatz für uns jetzt in dieser neuen Saison. Wie wichtig war das für dich? Ja, sehr wichtig. Ich hatte ein bisschen eine kürzere Pause wegen der Nationalmannschaft. Dann hatte ich einen kleinen Infekt. Ja, es ist so abgesprochen, dass wir so langsam mich aufbauen. Heute hat es mir sehr gut getan, die 20 Minuten. Habe mich auch sehr gut gefühlt. Jetzt kann ich darauf aufbauen. Und wie schaust du jetzt auf die restlichen Tage? Morgen ist Bergfest in diesem Trainingslager. Auf die restlichen Tage des Trainingslagers? Ja, wir wollen auf jeden Fall noch detaillierter arbeiten, vielleicht das Spiel auch nochmal gut analysieren. Wir nutzen die Zeit jetzt auch, damit die Neuzugänge sich auch wohlfühlen. Wir haben ein klares Ziel vor den Augen und ja, wir setzen dann hier die Grundsteine. Wie ist dein grundsätzliches Gefühl gerade mit diesem Trainingslager? Ja, sehr gut, sehr positiv. Wir arbeiten wirklich sehr hart, jeder ist fokussiert, jeder kennt unser Ziel und das müssen wir auch jeden Tag dann ausstrahlen. Danke dir.